Ja, schönen guten Morgen. Also das war schon eine sehr positive Überraschung von den 130 eingeladenen Fachleuten haben mir 100, fast 100 zugesagt und das deutet doch darauf hin, dass es zum Thema Urheberrecht einiges noch zu besprechen und vor allen Dingen noch sehr viel zu tun gibt. Ich darf Sie ganz herzlich hier bei dieser Enquete auch begrüßen. Wir machen diese Enquete in erster Linie, um die unterschiedlichen Positionen, die ja in der Öffentlichkeit sehr stark artikuliert werden, an einen Tisch, an mehrere Tische genau genommen zu bringen und uns da jetzt, schlau wie wir sind, auch die besten Argumente rauszufischen und für uns auch im Sinne einer Schärfung der Positionierung zu verwenden. Nicht von ungefähr, Eva Klawischnik hat schon angedeutet, zieht sich sowas wie ein Riss quer auch durch die Parteien, was die Positionierung zum Urheberrecht betrifft. Das ist nicht nur negativ und hat nicht nur damit zu tun, dass sehr viele nicht besonders gut informiert sind auf diesem Sektor. Es hat auch mit einer Art Schere im Kopf zu dem Thema bei vielen von uns zu tun. Denn auf der einen Seite ist es doch klar, dass Ergebnisse schöpferischer Leistung, noch dazu, wenn sie mit sehr viel Arbeit verbunden sind, das ist ja nicht immer alles so der geniale Wurf, dass diese Ergebnisse nicht so ganz beliebig verändert werden und verkauft werden dürfen und dass es hier eines Schutzes bedarf. Aber auf der anderen Seite entsteht, und das wissen wir auch, alles Neue immer erst durch Veränderung des vorhergehenden und der vorhergehenden schöpferischen Leistung. Und sehr restriktive Regeln im Urheberrecht, das können wir schon feststellen. Verhindern ist vielleicht das falsche Wort, oder erschweren könnte man sagen, nicht nur die Konsumation, sondern auch tatsächlich die kreative Produktion. Und diese und ähnliche Diskrepanzen kennen wir zwar schon aus der ganzen Urheberrechtsdiskussion seit langem. Ich erinnere nur an Umberto Eco, der ja vor 50 Jahren dieses bekannte Werk, das offene Kunstwerk, als Text herausgebracht hat, wo er also auf mehr oder weniger die Interpretationsmöglichkeit, Veränderungsmöglichkeit jedes Kunstwerks hingewiesen hat. Und dasselbe Umberto Eco, der eigentlich sehr unglücklich war über die Verfilmung seines Romans Der Name der Rose. Also da sieht man die Diskrepanz am schönsten. Neu ist jetzt in der Diskussion, die wir seit 10, fast 20 Jahren schon führen, eine Veränderung des Konsums hin zur Produktion. Das heißt, wir hatten es bis vor kurzem mit wenigen zu tun, die hervorragende Werke geschaffen haben und einer großen Anzahl von konsumierenden Rezipienten, Rezipientinnen. Und diese Konsumierenden sind jetzt in der Lage, aufgrund der technischen digitalen Geräte relativ leicht auch zu produzieren. Und es verschiebt sich daher dieses Verhältnis sehr deutlich und es kommt zu fast einer Demokratisierung auch des Produktionsprozesses und damit einhergehend auch mit einem Rückgang dieser Vorstellung des unantastbaren, einzigartigen, unnachahmbaren Originals. Ja. Und ich glaube, dass dieser Entwicklung, wir nennen das die Read-and-Write-Culture, dass diese Entwicklung des Urheberrechts nicht entgegenkommt und für diese Entwicklung nicht sehr viel Sensorium eingebracht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Unterstellung oder ein Untergriff meinerseits ist, wenn ich behaupte, dass seitens der Regierung auf diesem Sektor nicht viel nachgedacht wird und dass es dazu jedenfalls keine Meinung gibt. Unsere Entschließungsanträge verwelken und vergammeln in den Schubladen. Und noch vor einem Jahr wurde seitens des Ministeriums, des Justizministeriums, verlautbart, dass es keinen Änderungsbedarf im Urheberrecht gibt. Gott sei Dank hat sich das jetzt ein wenig verändert und es gibt offensichtlich jetzt einen Bedarf. Aber das Fatale an einer Politik, die relativ spät Änderungsbedarf feststellt, ist meiner Meinung nach, dass es sehr leicht passiert, dass diese Politik einer
Lobby nacheifert. Ich habe jetzt nichts gegen Lobbys, das gibt es in der Politik, hat es immer gegeben, und die vertreten halt ihren Standpunkt und wollen, dass der sich auch irgendwie durchsetzt. Aber diese Lobbys erzählen immer nur einen Teil der Geschichte und den sehr vehement. Und eine Politik, die sich nicht rechtzeitig um die anderen Teile kümmert, kann es sehr leicht passieren, dass sie anstatt die besseren Argumente gelten zu lassen, eben einer mächtigen Lobby reinfällt. Und wir haben sowas auch erlebt im Zusammenhang mit ACTA. Da wäre es der Musikindustrie beinahe gelungen, hinter verschlossenen Türen mit der Politik ein Abkommen auszuarbeiten. Und dann wurde es doch nicht unterzeichnet, weil die stärkere Lobby, nämlich die von der Straße, entsprechend agiert hat. Ein meiner Meinung nach erstaunliches Verhalten der europäischen Regierungen war das schon. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich genügt, wenn wir hier in Österreich immer nur auf die EU warten, bis die irgendwelche Richtlinien ausarbeitet, die wir dann umsetzen müssen. Ich denke, wir wären durchaus in der Lage, selbst vorzubrechen. Wir sind Teil der EU, wir könnten durchaus Entwicklungen beeinflussen und Neues probieren, auch Neues vorstellen. Ich erinnere daran, dass die Leerkassettenvergütung zum Beispiel zuerst in Österreich umgesetzt worden ist, eingebracht, also überhaupt mehr oder weniger entwickelt worden ist, und dass sie dann erst in den anderen Ländern nachgemacht wurde. Aber gut, es muss nicht alles in Österreich erfunden werden, es kann durchaus auch woanders etwas entwickelt werden. Wir sollten nur diese Entwicklungen nicht verschlafen, und eine dieser Entwicklungen verschlafen wir gerade, das ist das Urhebervertragsrecht. Viele Länder haben dieses Urhebervertragsrecht, in manchen Ländern ist es schon nachgebessert worden oder wird, wie zum Beispiel in Deutschland, gerade nachgebessert. In Österreich haben wir das noch nicht, und ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir da auch etwas tun. Neben diesem Vertragsrecht gibt es noch andere Gründe. Ich würde aber vor allen Dingen an zwei herausheben, denen zufolge es ganz notwendig ist, ein Urheberrecht neu zu formulieren und dieses Geltende zu novellieren. Und der erste und wichtigste Grund ist sicher die entstandene Rechtsunsicherheit. Wir wissen, dass sehr viele auch ohne ihr Wissen gegen das Urheberrecht fast täglich, kann man schon sagen, verstoßen. Zum Beispiel, wenn ihnen von Dritten ein geschütztes Foto aufs Facebook gepostet wird und sie nehmen es nicht runter. Ein Foto, das also ohne Einverständnis des Rechteinhabers gepostet wurde, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung, die die meisten gar nicht erkennen. Oder wenn die 8-jährige Tochter gefilmt wird, während sie beispielsweise zu Michael Jackson oder Lady Gaga tanzt und dieses Video dann auf die Familien-Homepage gestellt wird, dann ist das halt leider eine Urheberrechtsverletzung, und für solche Verletzungen fehlt aber in der Bevölkerung jedes Unrechtsbewusstsein, und daher glaube ich, dass hier etwas auch nachgebessert werden muss. Andere wiederum wissen genau um ihre Rechtsverletzungen und scheren sich überhaupt nicht drum. Und auch für die habe ich eine gewisse Sympathie, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich mich auch an meine eigene Vergangenheit erinnern kann. Die Älteren von Ihnen wissen das. Wir haben in den 70er Jahren auf Teufel komm raus alles kopiert, was man kopieren konnte. Die Träger damals, wie wir wissen, waren die Kassetten und die Tonbänder, und es war illegal. Und wenn es nicht einen Gesetzgeber gegeben hätte, der hier salomonisch eingegriffen hätte und diese Leerkassettenvergütung entwickelt hätte, dann wäre das bis heute wahrscheinlich illegal. Aber so konnte dann weiterhin kopiert werden, ohne dass die Handschellen geklickt haben, und die Rechteinhaber haben auch ihr Geld bekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir in diesem Sinn einmal nachdenken, ob uns da nicht etwas Ähnliches, etwas Zeitadäquates einfällt, mit dem wir wieder Rechtssicherheit herstellen können. Natürlich können wir uns auch auf den Standpunkt stellen, Recht ist Recht, und es muss nur entsprechend hart durchgesetzt werden, damit es auch befolgt wird. Aber dann müssen wir uns schon fragen und überlegen,
für wen dieses Recht überhaupt geschaffen wird. Also es heißt zwar Urheberrecht, aber in manchen Fällen fragen wir uns schon, ob wirklich die Urheber und Urheberinnen davon profitieren oder ob es nicht eher die Rechteinhaber und Rechteinhaberinnen sind, die damit das Geld machen. Auch das werden wir, möchte ich jetzt nicht ausführen, in den Foren ausgiebig diskutieren. Fest steht jedenfalls, dass es seit den 90er Jahren beim Urheberrecht immer nur Verschärfungen gibt. Und wir wissen, dass heuer in Österreich die EU-Richtlinie zur Ausdehnung der Schutzfristen ins Gesetz implementiert werden muss. Und auch so eine Restriktion, bei der wir uns alle fragen, also nicht alle von uns, aber die meisten wahrscheinlich, ob das nicht eher den großen Musiklabels dient und weniger den Urheber und Urheberinnen, die ja von diesen Schutzfristen gar nicht profitieren können, weil sie ja schon tot sind. Der für mich wichtige Ansatz bei diesen Restriktionen oder die entscheidende Frage ist, ob mit ihnen nicht eine Art gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber dem Urheberrecht grundsätzlich sinkt. Also ob es nicht irgendwann mal zu einer Art Entsolidarisierung der Bevölkerung gegenüber den Urheberinnen kommt, wenn nicht rechtzeitig adaptiert wird. Der zweite wichtige Grund, warum es eine Novellierung geben sollte, ist sicher der, dass alle, die vom Erfolg ihrer Arbeit auch etwas haben wollen, es ist nicht nur der geniale Wurf, sondern es ist bei sehr vielen künstlerischen, wissenschaftlichen Arbeiten ja eine Menge an Energie, an Zeit, auch an Geldeinsatz drinnen. Und wie zu Beginn des Urheberrechts, also bei Erfindung und Nacherfindung des Buchdrucks, stellt sich die Frage, wer profitiert da, nicht? Also da war es so, dass die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, damals hat es ja eher nur Schriftsteller gegeben, ihre Bücher geschrieben haben und dann wurden die halt von anderen vervielfältigt und vielfach verbreitet und damit halt das Geschäft gemacht, bis die Schriftsteller und Schriftstellerinnen gesagt haben, so geht's nicht und wir wollen einen Anteil dieses Umsatzes auch haben. Und ähnliche Phänomene haben wir heute auch wieder. Die Herstellung eines Films zum Beispiel wird möglicherweise bald unrentabel, wenn sich diese Filme als Schwarzkopien im Netz wiederfinden und runtergeladen und angesehen werden. Irgendwann mal werden die Produzenten und Produzentinnen dann überlegen, ob sie es nicht vielleicht bleiben lassen. Und das kann auch nicht der Sinn und Zweck des fehlenden oder nicht also mangelhaft novellierten Urheberrechts sein. Wir wollen diese Argumente hier heute alle austauschen. Wahrscheinlich liegen viele Kontrahenten gar nicht so weit auseinander, wie das so ausschaut auf ersten Anhieb. Diese Enquete wird uns das zeigen und sie wird uns sicher die unterschiedlichen Zugänge besser und deutlicher vorstellen. Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich fürs Kommen und ich bedanke mich auch bei allen, die mir bei der Organisation geholfen haben, insbesondere bei der Gabi Gerbersitz und bei der Britta Dolenz. Möge die Übung heute gelingen. Danke.